Zombie Apocalypse. So, und 3, 2, 1, Start. So, hallo ihr Lieben, zur nächsten Folge mit dem Marv, dem Michel, also Marvin und den Michel und den Alois und dem Kevin und dem Sepp, mir. Hallo. Weiter hallo. Geht's. Moin. Gut, dann machen wir mal weiter, ne? Alkohol. Alles klar, super. Du kannst ja gleich mal den Sepp fragen, wo denn hier der Viehhändler ist. Dann können wir da nachher mal direkt hinfahren. Ja. Fahren wir aber mit dem Auto, mit dem Hänger hin, ne? Ja, klar. Gut. Und kannst ihn ja mal kurz wegen Dings fragen, wegen dem Kuhstall bauen. An wen man sich da am besten wenden kann oder ob er da noch einen Vorschlag hat. Ja, ich muss gerade mal sehen, dass der Günther hier mit Wenigkeit mal den Berg hochkommt. Ich frag mal. Jo. So, ich habe vorhin gesehen, hier hinten haben wir irgendwo so eine kleine Stelle. Die nehmen wir jetzt mal eben mit, da müssen wir nämlich gleich nicht drüber fahren. Dann passt das. Das ärgert mich ja wieder en masse, ne? So, dann machen wir weiter im Staate Dänemark. Jetzt muss ich nochmal kurz hier wieder einmal umswitchen. So. Und weiter geht's. So. Dann sind wir jetzt gleich auch fertig, hoffentlich, und haben den ganzen Schmarrn dann hier gemacht und können dann mal hoch zum Fell, zum Hof fahren, gucken, was der Kevin noch treibt und uns dann mal mit Kevin auf dem Weg mal zu einem Viehhändler machen und uns da mal ein Pferd angucken und gucken, ob die das Pferd auch da haben. Anscheinend hat er dicht gemacht. Okay. Da würde ich sagen, ich brauche jetzt hier noch 3-4 Bahnen. Dann komme ich hoch und dann setzen wir uns mal ins Auto. Düngen können wir gleich noch, das ist ja nicht das Problem, da können wir gleich noch mal drüber fahren. Da kannst du aber auch mit deinem Gürtner, glaube ich, machen, das müsste ja gehen. Ja, bitte, Sonnenbichler. Ach, hallo, ja, du, ich wollte den Kevin mal sprechen. Ja, aber warte mal, der ist gerade aber auf dem Feld unterwegs. Gut, oben am Hof. Ist nicht schlimm, sag ihm nur, er hat gefragt nach dem Viehhändler, du hast ja da auch gefragt. Ja, genau. Ja, der ist hin beim Bahnhof Silo Ost links daneben. Bahnhof Silo Ost, warte mal. Ich habe da die Karte auf, die ich dir geschickt habe. Ja.
Ach, da vorne ist der. Das ist ja ganz in der Nähe von unserem Hof. Ja, ist nicht schlimm. Ich hatte es auch wieder vergessen, weil der ist nämlich erst übernommen worden. Alles gut. Ah, okay, ja, alles klar, dann passt das. Gut. Weißt du Bescheid? Weiß ich Bescheid. Ich danke dir. Bitte, bis Bis dann. dahin, Tschüss. tschüss. Kevin? Ich hatte gerade den Sepp am Telefon. Ja. Der hat mir gerade gesagt, wo der Viehhändler ist. Okay. Das ist gar nicht weit von uns. Das ist, wenn du bei uns hinten runterfährst, die andere. Ja. Ja, und dann links, rechts rum, zum Bahnhof Ost am Silo da. Da hinten ist der. Okay. Also, da können wir mal gemütlich hinfahren und mal gucken gehen. Ne? Schauen wir mal. Oh. Ja, also die Bahn noch, zwei Bahnen dann noch, dann bin ich hier durch, dann habe ich's. Jo, ich habe schon angefangen mit Man. Jawohl. Haust du alles ins Fahrsilo, ne? Jo. Hast du denn auch gefragt wegen einem Kuhstall oder so? Hat der was gesagt? Der war gerade irgendwie an der Kreuzung oder sowas. Ah, okay, alles klar, passt. Aber können wir dann vorbeifahren und können gleich Günther vorstellen, dass das neuer Mitbewohner ist. Ja, hast du recht. Komm, rum hier. So, dann jetzt die vorletzte Bahn. Dann klappen wir da Ding hier zusammen. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal einfach wieder Richtung Hof, schnappen uns das Auto, hängen den Pferdeanhänger dran und fahren dann mal rüber zum Viehhändler. Mal gucken, was er da hat, Schickes. So, letzte Bahn. Juhu. Oh. Was ist denn jetzt passiert? So, ich bin auf dem Weg nach oben. Jo.
Wolltest du gleich dann Kalken fahren, wenn wir fertig sind, oder soll ich das Düngen fahren und du machst weiter mit der Wiese? Hier kann ich Düngen fahren und du kannst hier nochmal mähen. Ja, alles klar, machen wir. Wie macht der Wagen sich? Bis jetzt ganz gut. Sehr schön. Ah, wer fährt denn da hinten rum? Wir wollen ja mit Ordnung jetzt einbringen, jetzt in der Garage damals, gleich auffüllen, sauber machen und wieder wegstellen. Damit das so aussieht wie in der Werkstatt damals. Natürlich. Da muss ich ja auch immer aufräumen bei dir. Aber du weißt doch, wie es heißt, ne? Wofür sind denn Praktikanten sonst da? So. Einmal da. Und einmal da. So, weg das Ding. Sag mal. Kevin, hast du das Auto rausgeholt aus der Garage? So, dann will mal eine Frage. Wie alt bist du? Du weißt, dass ich nicht möchte, dass du mit meinem Auto fährst, ne? Hey, was ist denn jetzt passiert? Moment. Der Michael ist gerade auf den Hof gekommen. Kommst du mal kurz runter? Hä? Okay. Ich hab gedacht, der hat jetzt was mit. Okay. So, kommst du dann? Dann lass uns mal eben kurz darüber tuckeln. Jo, komme. Jawohl. Jo. Auf geht's, dann gucken wir mal. Oh, war das jetzt hier runter? Warte mal. Nee, erst hier runter. Du hast hier hinten eine Ladefläche drauf, ne? Ja. Wollen wir dann auch gleich so Hühnerkasten mitnehmen mit Hühnern? Na, Hühner könnten wir eigentlich mal gebrauchen, ne? Weil Weizen haben wir ja genug. Oh, fahr doch. Warte mal, kommt da einer? Nee.
Mann, der lenkt aber auch hier. Was ist denn das heute? Oder bin ich das? Weißt du, das Problem liegt immer 30 cm vom Lenkrad weg, ne? So, ist das jetzt hier rein? Ja, ne? Jo, tatsächlich, hier ist es. Wieder Viehgeschäft. Oh. Gut, so, dann machen wir das Ding mal ob da hinten. Soll ich es reintreiben? Ja, wir oder gucken jetzt erstmal. So. Was nehmen wir denn? Warte, auch mal. Vielleicht kriegen wir ungefähr so die gleichen Pferde hin. Was hältst du von Pferd Isabel? Das können wir ja immer noch umtaufen, ne? Von der Isabel? Ne, Isabel gefällt mir nicht, aber die Isabel hast du ja jetzt auch. So in der Art, ne? Ja. Ist halt die Elfriede. Aber was hättest du denn von einer Schecke? Eine Schecke finde ich ja sehr schön. Können wir auch nehmen. Ja. Dann würde ich sagen, nehmen wir eine Schecke. Ja. Ja, Mama, ich komme mal eben da hinten. Machen wir den mal eben aus. So. So, okay. Dann wollen wir mal können Lucky Lucky machen hier. So, einmal so. Wo haben wir denn hier einen? Warte mal, ich glaube, du musst erst im Auto unterschreiben, dass das hinten in den Anhänger reingeht. Ah. Im Auto? Warte, ich unterschreibe mal hier. Das hatten sie gerade auf dem. Wie heißt das? Ah, okay, dann mach mal. So, ja, mach das mal. Jawohl, da ist sie, da haben wir sie doch. Sehr schön. Okay, dann machen wir zu das Teil und dann Abfahrt nach Hause. Ja, alles klar. Das hört sich gut an. So, dann fahren wir wieder nach Hause und laden wir ab und dann gucken wir mal, was wir noch machen können. Alter, wo kommt der denn her? Eieieiei. Ach. Na super, und dann kam der Zug und weg war er, wa? Oh Mann. Tja. Oh ja. Hier links ist das Feld, was du kaufen wolltest, ne? Ja, genau. Da müssen wir gleich mal gucken. Ich habe gesehen, dass wir das übers Internet machen können. Da ja. Wollte ich mich gleich mal kurz hinsetzen und das dann mal eben kaufen. Und dann fahre ich gleich mal zum Alois noch eben drunter, zum Sepp runter und zum ja. Michel. Und guck mal, was die noch so sagen. So. Dann würde ich gleich mal sagen, dann würde ich mit dem Güldner runterfahren und du fährst mit, weil, so wie ich eben gesehen hatte, ist nämlich der Lindtrack gekommen, wo ich Kalk geholt hatte. Ah, okay. Pass mal auf, dann machen wir jetzt Folgendes. So, dann laden wir mal aus eben. Machst du das mal? Ja, mach ich mal. Und ich gehe mal eben kurz telefonieren, ja? Achso, warte. Moment. Passt das jetzt? Ja, ne? Okay, dann bis gleich. So, dann rufe ich mal den Sepp an. Ja, habe ich vor. Gucken wir mal. Dann rufen wir mal den Sepp an. Mal schauen.
Hallo, Sepp. Ich habe mal eine kurze Frage. Kann das sein, dass unsere Sachen angeliefert wurden? Ich Unsere bin ja. Bestellung? Okay, wir würden nämlich gleich dann mal runterkommen, ja? Und das abholen, beziehungsweise habe ich noch eine andere Frage zwecks Bauen hier in Erlengrad. Und da bräuchte ich mal eure Expertise. Aber meine Lieben, das soll es für heute erstmal wieder gewesen sein. Wir wünschen euch einen schönen, was haben wir denn? Donnerstag. Denkt dran, wir sehen uns morgen Abend wieder. Erst natürlich die Folge und dann zum Livestream ab 20 Uhr. Ich freue mich drauf. Eventuell bin ich sogar schon eher da. Und wir zocken vorher noch ein bisschen was anderes. Vielleicht fahren wir noch eine Runde ETS vorher. Müssen wir mal gucken, wie wir es hinkriegen. Aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Jawohl, bis Genau, morgen. bis morgen. Tschüss. Tschüss.